Schuhmacher Schaller? Ja, bin ich da beim Schuhmacher. Wer ist da? Ich bin jetzt bei einem Schuhmacher, ich bin der Nils. Ja. Ja, ich brauche einen ganz, ganz, ganz großen Stiefel. Einen großen Stiefel? Ja. Ja, wie groß soll er denn sein? Na, da ist ganz, 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 ganz viele Süßigkeiten reingehen. Das hört sich ja niedlich an. Ja, da musst du mal herkommen und dann gucken wir, ob wir einen ganz großen Stiefel für dich hier haben. Ich habe nämlich auch mal bei uns zu Hause geguckt. Mhm. Aber da ist kein Stiefel da, der so groß ist, wie ich lieb war letztes Jahr. Ach so. Habt ihr auch welche mit, die ganz doll glänzen? Ganz doll glänzen? Ja. Ja, die muss man ja so und so mal ein bisschen putzen dann. Damit der Nikolaus auch noch mal viel reinmacht. Richtig, genau. Ja, und wenn man, hast du vielleicht schon mal gehört, was passiert, wenn man zwei Stiefel rausstellt? Das weiß ich nicht. Naja, dass der Nikolaus vielleicht denkt, dass da zwei Kinder sind. Das kann auch möglich sein. Das ist richtig. Na, musst du mehr vor die Tür stellen. Dann stelle ich vielleicht 4, 5 Stiefel vor die Tür. Na, mal gucken. Aber die anderen Kinder wollen ja auch noch was haben. Und ist das teuer? Das ist nicht teuer, das machen wir. Da gucken wir mal nach. Was kostet denn das? Da müssen wir mal gucken. Naja, wenn es zu teuer ist, das kostet ja auch Geld. Dann machst du nur den Stiefel einfach doppelt so groß und dann teilen wir uns die Schokolade. Genau, machen wir. Machen wir das ja? So. Alles klar. Wann muss ich denn da vorbeikommen bei dir? Da kannst du eigentlich jeden Tag vorbeikommen. Und darf ich noch jemanden mitbringen? Na, wollen wir mal gucken. Aber nicht einen ganzen Kindergarten, denn hörst du? Na, im Kindergarten ist es nicht ganz, aber in der Redaktion. Du bist nämlich gerade hier im Radio zu hören. Schön, toll. Na, da könnt ihr trotzdem herkommen.